Stolpersteine. Das sind dezentrale Mahnmale für Opfer des Nationalsozialismus. Diese von dem Künstler Gunter Demnig entwickelte Idee hat bereits in zahlreichen Städten Anklang gefunden. In Trier wurden die ersten Stolpersteine auf Initiative des Kulturvereins Kürens und der Arbeitsgemeinschaft Frieden im Jahr 2004 verlegt. Wie hier zu sehen, sind auf den Messingplatten Name und Jahrgang des Opfers, das Jahr der Deportation und Datum und Ort seiner Ermordung eingraviert. Die Grundidee der Stolpersteine ist, das Gedenken an die Opfer vor Ort, also am letzten freiwilligen Wohnort des Opfers, lebendig zu halten. Damit ergänzt es zentrale Mahnmäler, wie zum Beispiel das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Diese 5 Gedenksteine sind der Familie Hermann gewidmet. Die Familie bestand aus Jakob Hermann, Irma Hermann, geboren David, und den Söhnen Bernhard, Robert und Erich. Bei der Einweihung waren neben Künstler Gunter Demnig, der höchstpersönlich die Bauarbeiten ausführte, auch 2 Angehörige der Familie Hermann anwesend. Ebenso anwesend waren Vertreter der Initiatoren der Arbeitsgemeinschaft Frieden und des Kulturvereins Kürens, sowie Schüler des Max-Planck-Gymnasiums und viele interessierte Trierer Bürger. In diesem Haus mit der Nummer 92 hatten die Hermanns einst ihre Wohn- und Geschäftsräume. Hier in der Neustraße betrieben die Hermanns einst in den 30ern ein erfolgreiches Bekleidungsgeschäft. Der Kundenkreis ging weit über Trier hinaus. Opfer sind nicht vergessen. Wir wollen weiterhin an sie erinnern. Sie sind ein Mahnmal, um auch heutigen rechtsextremen Gefahren entgegenzutreten. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Es war nicht vorgesehen, dass ich ein paar Worte sage. Es ist ja ergreifend, dass Sie alle dabei sind. Hermann, das bin ich, das ist meine Mutter, die geboren in Serb. Das war meine Mutter, die leider schon 1941 musste sterben. Es ist wirklich einmalig, was ich dann meinen Kindern erzählen kann. Leider konnten sie nicht dabei sein, aber ich werde es jedem erzählen, was ich hier heute erlebt habe, und sehr ergreifend. Entschuldigung dafür, dass ich das so ausdrücken, aber ich glaube, Sie haben es verstanden. Noch einmal vom ganzen Herzen, im Namen der ganzen Familie Hermann, vielen herzlichen Dank. Was ich gesehen habe, war Rauch. Man sagt zwar und man schreibt auch, die Synagoge hat nicht gebrannt, aber ich glaube, Bücher haben gebrannt. Und Kirchenbänke standen vor der Synagoge. Und da mussten wir das Lied noch einmal kräftig singen. Und dann sind wir durch die Synagogenstraße, die schon damals Kurzstraße umbenannt wurde, durch die Nagelstraße, Neustraße, und man sah da schon einige Fensterscheiben, wo die Sturz in Fetzen hingen oder sich im Glas verfangen hatten,
Und wir blieben an einer Bäckerei stehen. Ich habe das Geschäft gestern noch meinem Mann gezeigt. Bis kürzlich war die Bäckerei lauter da drin. Die Schaufensterscheiben waren zersplittert, scharfe Kanten waren zu sehen und in der Auslage lag kein Brot, weil an dem Tag nicht gebacken wurde, sondern es standen wie immer solch große Gläser mit Bonbons. Früher, als wir Kinder waren, waren die Bonbons nicht so in Papierchen eingepackt. Wir haben Himbeerchen gesagt, Zitronenbonbons. Und dann hat unser Lehrer gesagt, so, davon dürft ihr euch jetzt alle holen. Und man muss sich nur schon mal die Gefahr vorstellen, durch zersplitterte Glasfenster Kinder schicken, sich da kostenlos Bonbons holen. Und es gab Kinder aus meiner Klasse, die haben das getan. Ich würde vorschlagen, wir kommen zu Ihnen, Herr Haubrich. Sie waren damals ein paar Jahre älter, glaube ich. Ich war nicht ganz 15. Ich war bei Restaurant Triefer im Zuckerberg beschäftigt. Ecke Böhmerstraße, Zuckerberg. Und morgens 10. November, an sich ist das eine ruhige Gegend gewesen. Aber da hört mir von der Straße her lauten Radau, Gejohle, Geschrei. Sagt mein Bürovorsteher zu mir, geh mal raus, gucken, was da los ist. Ich bin dann raus und habe dann gesehen, wie die Horden da Richtung Synagoge gelaufen sind. Uniformiert, aber auch viele Zivilisten da drunter. Mit Geschrei, Judah verrecke und. Dann bin ich dann nach, bis oben an die Ecke, früher Synagogenstraße etwa. Und habe dann gesehen, dass schon Leute in der Synagoge drin waren. Da wurde schon getobt, geschrien und alles von zerbrochenem Holz und Scherben, alles. Und da wollten immer noch Leute in die Synagoge rein, aber da kamen von oben kamen die kaputten Fensterscheiben geflogen und alles Mögliche kam da runtergeflogen, da sind nie gewichen. Und dann ging drin die Toberei immer weiter. Ne? Und so viel ich mich erinnere, waren auch aus einigen Häusern. Ne? Zuckerbergstraße hatten Juden gewohnt. Da flogen auch Gegenstände aus den Häusern raus auf die Straße. Epileptischen von Bethel, die Verachteten, Ausgestoßenen und Armen in der Welt. Sie alle sind deine Brüder, die an Christi Stadt vor dir stehen. Auch die Juden können unsere Brüder sein, und sie sind es heute, wenn ihnen die Welt die Barmherzigkeit versagt. Wehe uns Christen, wenn wir uns an der Judenverfolgung der Welt beteiligen. Es gilt, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also 1936 wurden wir mehr oder weniger freiwillig ins Jungvolk übernommen. Wir waren mit drei Leuten aus der Klasse, die nicht ins Jungvolk gingen. Schon allein mein Bruder Willi war Stadtjugendführer der katholischen Jugend. Jetzt wurden wir aber, als das nichts fruchtete, wurden wir täglich rausgerufen. Schule, Steinbach, Meier, bitte nach vorn. Seid ihr im Jungvolk? Nein, über die Bank. Sie wissen alle, was das bedeutete. Das ging wochenlang so, bis dass mein Vater, der bei der Post beschäftigt war, eine Aufforderung bekam, uns Jungen dann in die ins Jungvolk bzw. in die HJ zu bringen. Später wurde ich geprügelt, wenn ich die Messe gedient hatte, und das wurde der gleiche Lehrer.